Kiepenkerl aus Freude am Gärtnern. Jetzt ist Pflanzzeit. Ihr Garten freut sich auf Kiepenkerl-Blumenzwiebeln. Um im Frühling optimale Blühergebnisse zu erzielen, pflanzen Sie die Blumenzwiebeln rechtzeitig im Herbst. Unser Tipp: Pflanzen Sie die Blumenzwiebeln möglichst sofort nach dem Kauf. Ist dies nicht möglich? Die Zwiebeln luftig, kühl und dunkel lagern, aber unbedingt vor dem ersten Frost in die Erde pflanzen. Sie haben sich Ihre Lieblingsblumen und den passenden Standort ausgesucht? Dann kann es losgehen mit dem Einpflanzen. Zunächst wird die Erde des ausgewählten Beets mit Hilfe eines Spatens umgegraben und aufgelockert. Nach dem Umgraben ziehen Sie die aufgelockerte Erde mit der Hake glatt, um eine optimale Pflanzfläche zu haben. Die Blumenzwiebeln gedeihen in fast jeder Gartenerde, sind aber ebenso für Balkonkästen und die Kübelbepflanzung geeignet. Da die Zwiebeln Staunässe nicht gut vertragen, sollte allerdings sehr dichter Boden, wie zum Beispiel Lehm, mit Sand oder Kies gemischt werden. Bevor es mit dem Pflanzen losgeht, überlegen Sie sich, wohin welche Blume platziert werden soll. Unser praktischer Pflanzkorb erleichtert nicht nur das Einpflanzen, sondern hält vor allem Wühlmäuse davon ab, die Zwiebeln anzuknabbern und zu zerstören. Graben Sie ein Loch an die ausgesuchte Stelle im Beet, das groß genug ist, um den Pflanzkorb hineinzusetzen. Anschließend den Korbboden mit Erde bedecken. Daraufhin die Zwiebeln mit Spitze nach oben im Korb platzieren. Sind alle Pflanzen verteilt, den Korb komplett mit Erde füllen, sodass alle Zwiebeln bedeckt sind. Abschließend das Beet wieder haken, um den Korb komplett unter der Erde verschwinden zu lassen. Wichtig ist, dass nach der Pflanzung, egal ob mit Lochstecher, Zwiebelpflanzer oder Pflanzkorb, ein erstes Angießen erfolgt. Aber nicht zu viel Wasser, damit keine Staunässe entsteht. Freuen Sie sich auf farbenprächtige Blütenmeere, die im Frühjahr Ihren Garten in harmonische Stimmung bringen. Die Blütenpracht kann nicht nur im Gartenbeet oder im Kübel bestaunt werden, sondern eignet sich auch zum Schnitt. Ob als Strauß zum Verschenken, in der Vase oder nur Blüten als Deko. Mit diesen Blumen macht der Frühling richtig Spaß. Kiepenkerl aus Freude am Gärtnern.